Hallo Leute, ich bin Ultimate Spinash und wir eröffnen jetzt endlich einen Blick auf Saren 2.0 Prime. Saren ist ein recht widerstandsfähiger Warframe, der auf Gifte und Viren spezialisiert ist. Sie wurde bereits vor einigen Monaten überarbeitet, aber da ich bereits wusste, dass sie der nächste Prime sein würde, habe ich mich geweigert, mich mit der Tenno-Version zu beschäftigen. Die Frage ist daher, wie gut ist Saren jetzt und was fügt ihr Prime hinzu? Sarens Blaupause erhaltet ihr im Markt für 35.000 Credits, ihre Teile erhaltet ihr von Kayla Defime auf Setna. Alternativ bekommt ihr Saren auch im Markt samt Slot und Reaktor für 225 Platin. Saren Primes Teile erhaltet ihr in der Void. Sie besitzt zusätzliche Panzerung, Energie und Sprintgeschwindigkeit sowie eine zusätzliche V-Polarität und ist derzeit außerdem im Prime Access erhältlich. Sarens erste Fähigkeit, Sporen, infiziert einen Feind mit Sporen, die Virusschaden verursachen. Wenn die Sporen platzen, richten sie zusätzlichen Schaden an, lösen einen gesundheitsservierenden Virus-Proc aus und infizieren andere Gegner. Wird ein infizierter Feind mit einem Giftstatus-Effekt getroffen, werden die Sporen auch diesen Effekt weiter verbreiten. Ihre zweite Fähigkeit, Häutung, entfernt Statuseffekte und lässt ein Abbild zurück, das Feinde ablenken explodiert, nachdem seine Gesundheit verbraucht ist. Ihr könnt Sporen für die halben Energiekosten auf die Häutung anwenden, wodurch es bei der Explosion Feinde infiziert. Ihre dritte Fähigkeit, Toxischer Hieb, verstärkt eure Nahkampfwaffe mit Giftschaden und erhöht eure Schadensreduktion um bis zu 40%, aber niemals über 90%. Wenn Toxischer Hieb aktiv ist, wird jeder Nahkampfangriff eine Spore detonieren. Jede zerstörte Spore stellt 2 Energie wieder her. Sarens vierte Fähigkeit, Miasma, richtet an allen Feinden in Reichweite Korrosionsschaden an. Miasma erhält einen 100%igen Schadensbonus, wenn die betroffenen Feinde bereits mit dem Viralstatus-Effekt betroffen sind, und weitere 100% für Giftstatus-Effekte. Miasma detoniert außerdem Häutung, wenn sie in Reichweite ist, und erhält zusätzlichen Schaden basierend auf der Gesundheit, die die Häutung bereits verloren hat. Dadurch habt ihr mehrere Möglichkeiten, eure Fähigkeiten zu kombinieren. Zum Beispiel infiziert ihr einen Feind mit Spuren, detoniert sie mit toxischem Hieb und benutzt dann Miasma. Oder ihr platziert ein Abbild, infiziert es mit Spuren und benutzt dann Miasma. Saren hat außerdem eine passive Fähigkeit, die Statuseffekte um 25% verlängert. Wie alle Primes kann sie auch Energie aus DevOps in der Void beziehen. Mein Bild besteht aus Verstärken, Konstitution, Stromlinie, der Syndikatmod regenerative Häutung, flüchtige Stärke, Vitalität, Kontinuität und einer Rang 3 flüchtigen Expertise. Regenerative Häutung kann auch durch Ausdehnung ersetzt werden, um Feinde leichter zu infizieren. Als Exodus-Mod empfehle ich Listige Trift für mehr Reichweite oder Toxischer Flug, um mit Geschosssprüngen Gift zu verteilen. Nahkämpfer können Konstitution, flüchtige Stärke und regenerative Häutung für Zorn, Ausdehnung und Stahlfaser austauschen. Hier nutzt ihr Sporen und Toxischer Hieb in Kombination mit eurer Nahkampfwaffe. Solltet ihr umzingelt werden, setzt ihr Miasma ein. Für Situationen, in denen ihr kämpft, empfehle ich Verstärken, Fluss, Überdehnt, Ausdehnung, flüchtige Stärke, Vitalität, Kontinuität, blinde Wut und listige Trift. Ihr solltet aber eine Trinity im Team haben oder den Scenoric Fokus benutzen, da euer Energiebedarf sonst schwer zu decken sein wird. Saren erfordert jetzt etwas mehr Einsatz als nur 4 zu drücken, ist dafür aber auch mächtiger als je zuvor. Sie ist jetzt ein Top-Damage-Dealer, der verschiedene Spielweisen zulässt. Oh. Und deshalb, liebe Kinder, hält man beim Husten die Hand vor den Mund. Schattenpilz.